Die Tesla-Aktie wurde in den letzten Tagen wieder extrem abgestraft. Wir konnten sehen, dass der Kurs der Aktie wieder sehr, sehr stark abgestürzt ist. Jetzt fragen sich logischerweise sehr viele Menschen, sollte man jetzt noch in Tesla investieren bei diesen Kursen oder sollte man vielleicht sogar aussteigen, weil der Kurs jetzt noch weiter nach unten fallen wird? Es gibt auf jeden Fall Gründe für diesen Crash und auf diese Gründe möchte ich jetzt heute in diesem Video einmal mit dir eingehen, damit du das auch ein bisschen besser verstehen kannst, was bei Tesla überhaupt derzeit los ist, was bewegt den Kurs der Tesla-Aktie derzeit am meisten und was sind die wichtigsten Punkte, die wir jetzt demnächst beachten sollten. Bevor wir uns jetzt gemeinsam den Chart der Tesla-Aktie anschauen, um zu gucken, wie sich der Kurs weiterhin entwickeln könnte in der Zukunft, beziehungsweise auch was die Indikatoren jetzt derzeit sagen, ob der Kurs jetzt weiter nach oben steigen wird oder nach unten, müssen wir uns kurz vorher mit den fundamentalen Daten und Fakten beschäftigen, denn es gibt einige fundamentale Daten, die ganz klar derzeit den Kurs der Tesla-Aktie beeinträchtigen und die sagen dann auch ganz klar, ob der Kurs nach oben steigen wird oder nicht nach oben steigt. Falls du jetzt generell auch diese Videos von mir gut findest, dann kannst du mich gerne unterstützen mit einem Daumen nach oben und einfach um aktuell zu bleiben, kannst du natürlich gerne den Kanal abonnieren mit Glocke. Vielen Dank dafür. So, dann beginnen wir auch direkt schon mit den fundamentalen Daten, um jetzt keine weitere Zeit zu verschwenden. Wenn du jetzt hier einmal den Chart dir anschaust, dann siehst du hier diese roten Pfeile und diese roten Pfeile markieren jedes Mal den Zeitpunkt an den Tagen, wo Elon Musk sich entschieden hat, Aktienanteile von Tesla zu verkaufen, um zum Beispiel unter anderem die Twitter-Übernahme zu finanzieren. Du siehst aber ganz genau, dass Elon Musk es bisher jedes Mal geschafft hat, wirklich so das Top zu timen bei der Tesla-Aktie. Konnte dementsprechend natürlich sehr, sehr viele Profite mitnehmen und daher ist die Aktie auch dementsprechend sehr, sehr stark eingestürzt. Wir haben zwar immer wieder gesehen, dass Retail-Investoren hier eingestiegen sind, zum Beispiel hier unten sind die Retail-Investoren eingestiegen, haben den Kurs wieder nach oben bewegt und sobald der Kurs oben war, hat Elon Musk wieder zugeschlagen, hat die Anteile verkauft und dementsprechend ist der Kurs wieder nach unten gefallen. Jetzt haben wir natürlich erstmal so ein positives Feedback, weil Elon Musk versprochen hat, dass er erstmal für die nächsten 2 Jahre keine Tesla-Aktien mehr verkaufen wird, wobei man muss dann halt eben selber entscheiden, ob man jetzt diesem Versprechen glaubt oder nicht glaubt. Was aber jetzt zum Beispiel wieder neuestens den Kurs sehr, sehr stark beeinträchtigt hat und das sind derzeit wirklich die wichtigsten Daten, auf die du jedes Mal achten solltest, ist zum Beispiel der Bruder von Elon Musk, den tatsächlich auch gar nicht so viele Leute kennen, aber dieser hat sich auch dazu entschieden, jetzt wieder Tesla-Aktien zu verkaufen und dementsprechend ist auch der Kurs der Aktie wieder sehr, sehr stark nach unten gefallen. Also hier ist das einmal in diesem Chart wieder markiert an den Tagen, wo sich Musk Kimball entschieden hat, Tesla-Anteile zu verkaufen. Und ihr seht, dass er ziemlich ähnlich wie Elon Musk genau an den Tagen, wo wir einen Top gesehen haben, in den Aktienkursen sich dazu entschieden hat, die Anteile zu verkaufen. Und das ist derzeit mein größtes Problem mit der Tesla-Aktie, warum ich persönlich jetzt meine Position aufgelöst habe. Und das habe ich euch ja schon vor Monaten gesagt, dass ich da rausgegangen bin, weil jetzt derzeit mir so ein paar Entwicklungen bei der Tesla-Aktie persönlich einfach nicht gefallen. Und unter anderem ist es natürlich das Thema der Insider-Verkäufe. Das habe ich ja angesprochen mit Elon Musk. Auch jetzt mit dem Bruder von Elon Musk, aber auch mit anderen Insidern, die verkaufen jetzt derzeit fleißig die Tesla-Aktie. Wir konnten auch zum Beispiel sehen, dass Katie Wood, wenn wir uns jetzt mal den ARK-ETF anschauen, einer der bekanntesten Innovation-ETFs auf der Welt, kennt vielleicht der eine oder andere. Und bei Katie Wood ist es tatsächlich genauso. Wir hatten gesehen, dass Katie Wood angefangen hat, sehr, sehr stark die Position zu reduzieren. Unter anderem konnten wir jetzt hier sehen, dass in den März hinein die Position wieder kurz erhöht wurde. Und als der Kurs der Aktie dann wieder gestiegen ist, hat sie angefangen, wieder die Aktie abzustoßen. Und insgesamt, wenn wir uns das mal vergleichen, zu Anfang, zu jetzt, wie es jetzt derzeit aussieht bei der Position im ARK-ETF, dann müssen wir ganz klar sagen, ist Katie Wood jetzt derzeit auch auf eher einem defensiven Ast und versucht, die Tesla-Aktien eher ganz unten zu halten. Man muss natürlich hier berücksichtigen, dass der ARK-ETF ein ETF ist. Das heißt, er muss auch Rebalancing betreiben, wenn der Kurs einer einzelnen Position davonläuft. Dann muss man das Ganze natürlich rebalancen und die Aktie verkaufen. Trotzdem sieht man aber schon, dass da irgendwas im Busch sein muss, wenn so viele Insider verkaufen. Auf der anderen Seite sind nämlich die Retail-Investoren, das heißt wir, die Kleinanleger, sind auf der anderen Seite und müssen uns halt eben entscheiden, ob die Position jetzt Sinn macht für uns oder nicht. Und wenn wir uns das mal anschauen bei der Tesla-Aktie, dann muss man ganz klar sagen, es steht einfach derzeit in keinem einzigen Maß. Also wir sehen gerade ungefähr einen prozentuellen Anteil an Retail-Investoren an der Tesla-Aktie von 44%. Das ist natürlich echt krass, wenn man das vergleicht mit den anderen Unternehmen. Bei Facebook sind das zum Beispiel gerade mal 18%, bei Apple sind es 30%, bei Amazon sind es ungefähr 17%, bei Netflix sogar tatsächlich nur 5%. Also ihr seht, es steht wirklich in keinem Verhältnis zu den anderen großen Unternehmen und daher muss man sagen, ist derzeit meiner Meinung nach in Tesla ein großes Risiko, denn normalerweise gewinnen die Kleinanleger eigentlich diesen Kampf nicht. Retail-Investoren verlieren meistens ihr Geld, während die Institutionellen immer weiter schön abverkaufen und abverkaufen.
und sich dumm und dämlich an der ganzen Geschichte verkaufen. Das andere Thema ist natürlich bei den fundamentalen Daten einmal ja, die Produktion und die Skalierung von Tesla mit den Fahrzeugen, denn wir hatten ja bisher eigentlich immer das Problem bei Tesla, dass sie zu wenig Autos produziert haben. Das heißt, wir konnten die ganze Zeit sehen, dass die Nachfrage deutlich höher gewesen ist als die Produktion. Mittlerweile sehen wir einen kleinen Switch. Deswegen machen sich auch viele Leute natürlich Sorgen, fragen sich, ob das Ganze jetzt wirklich noch aushalten wird. Vor allem, wenn wir eine sehr, sehr starke Rezession sehen werden. Und das hat Elon Musk ja selber angekündigt, dass er mit einer schweren Rezession rechnet. Und da gehen auch die meisten natürlich davon aus, dass die Nachfrage bei Tesla-Fahrzeugen einbrechen wird. Wir konnten auch im Management von Tesla mittlerweile schon sehen, dass Preise reduziert worden sind. Jetzt haben viele Investoren natürlich Sorgen, dass weiterhin die Preise von Tesla-Fahrzeugen reduziert werden. Denn sollte das eintreffen, dann wird natürlich, und das habe ich schon in sehr, sehr vielen Videos von mir gesagt, eben die Marge wird dann eben einbrechen bei Tesla und das ist ein extrem wichtiger Posten, der halt eben dazu beiträgt, dass die Tesla-Aktie so stark bewertet wurde. Und wir sehen ja jetzt schon so ein bisschen den Trend, dass die Marge halt eben ein bisschen zurückgeht, also die Bruttomarge im Automobilbereich, aber auch wenn man das insgesamt sich mal anschaut, dann geht die Bruttomarge ein bisschen runter, was ja auch irgendwie logisch ist, wenn die, Preise der Fahrzeuge reduziert werden, währenddessen schafft man aber nicht gleichzeitig die Kosten so schnell zu reduzieren, dann ist es nur logisch, dass dann eben die Bruttomarge dann eben auch gesenkt wird. Was ich trotzdem positiv noch anmerken muss, ist natürlich der freie Cashflow bei Tesla, das muss man einfach ganz klar sagen, wenn man sich jetzt einmal hier den freien Cashflow bei Tesla anschaut, dann muss man jetzt zumindest keine Sorgen haben, dass die Tesla-Aktie eine schwere Rezession jetzt nicht überleben wird. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu dem Chart der Tesla-Aktie und wenn wir uns jetzt den Tageschart der Tesla-Aktie in US-Dollar anschauen, dann sehen wir, wie ich das in sehr, sehr vielen Videos erwähnt habe, diesen sehr, sehr starken Abwärtstrend. Wir sind auch noch nicht mal annähernd an dieser Abwärtstrendlinie angekommen. Dementsprechend befinden wir uns immer noch auch in einem Abwärtstrend. Das darf man definitiv nicht vergessen. Also die Tesla-Aktie ist auch noch nicht bullisch. Ich hatte hier auch schon vor langer Zeit eine Resistance-Linie eingezeichnet. Man kann auch sehr, sehr gut beobachten, dass wir bisher es jetzt nicht geschafft haben, diese Resistance-Linie zu durchbrechen. Jedes Mal sind wir davon abgestoßen, sind dann eben jedes Mal wieder nach unten gefallen. Was ich jetzt derzeit beobachte, und das habe ich ja auch schon in sehr, sehr vielen Videos erwähnt, ist einmal hier dieses Gap. Wir sehen hier im Tageschart ein sehr, sehr krasses Gap. Normalerweise, wie ich es auch schon oft erwähnt habe, werden diese Gaps geschlossen. Das heißt, hier bei ungefähr 146 Dollar haben wir ein Gap, was höchstwahrscheinlich geschlossen werden wird. Wir sehen auch zum Beispiel bei den Indikatoren, bei den MACD-Linien, dass wir jetzt gerade das Momentum verloren haben. Das heißt, wir gehen jetzt gerade in einen Abwärtstrend und das bevor jetzt am 19. April die Quartalszahlen veröffentlicht werden. Zusätzlich haben wir jetzt, wie gesagt, Musk Kimball im Hintergrund, der ja wahrscheinlich irgendwas wusste und dementsprechend die Tesla-Aktie auch schon abgestoßen hat. Das sollte man definitiv nicht vergessen. Und wenn ich mir jetzt hier auch einmal den Wochenchart anschaue, dann muss ich auch ganz klar sagen, sehen wir hier langsam aber sicher, dass das Momentum verloren geht. Und der Worst Case wäre tatsächlich, wenn wir sehen, dass wir jetzt hier wieder in den roten Bereich wechseln bei den MACD-Linien und das Momentum komplett verloren geht, dann wird es natürlich interessant sein, wohin der Kurs geht, vor allem auch, wie es mit dem RSI-Indikator aussieht, denn der befindet sich jetzt derzeit in der Mitte, das ist jetzt nicht wirklich ausschlaggebend, also das ist so das Nimmermannsland, sagt mir persönlich jetzt nicht viel, dementsprechend achte ich da jetzt nicht zu krass drauf. Im Tageschart sehen wir auch, dass wir jetzt nicht im Überkauft- oder Überverkauft-Bereich sind, deswegen ist da auch noch alles easy, aber das ist wirklich der wichtigste Faktor, auf den ich jetzt derzeit achte, dieses Gap und dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, zumindest dort wieder in Tesla einzusteigen, aber da hängt es logischerweise auch wieder davon ab, wie die Quartalszahlen aussehen. Da sind jetzt für mich die wichtigsten Fakten, auf die ich jetzt achten werde, zum einen das Thema Bruttomarge, da werde ich jetzt ganz klar darauf achten, denn das wird entscheidend sein, wie die Tesla-Aktie auch weiterhin bewertet wird von den Investoren, das dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen, logischerweise kann ich jetzt nicht alle Posten in diesem Video einmal nennen, dementsprechend werde ich jetzt auch nicht auf das Thema Wachstum und Skalierung und so weiter eingehen. Trotzdem, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auf den du achten solltest. Das andere Thema sind halt die Verkäufe durch die Insider, vor allem durch Elon und seinen Bruder. Da achte ich extrem drauf. An dritter Stelle ist für mich auch der ARK ETF sehr, sehr wichtig, denn der ist einfach in den Medien, vor allem in den USA, überall allgegenwärtig. Die Leute hören darauf, was Katie Wood sagt. Da würde ich auch definitiv drauf aufpassen. Und charttechnisch gucke ich mir jetzt derzeit einmal dieses Gap an, um zu gucken, ob das Ganze jetzt geschlossen wird oder nicht. Du kannst mir aber wie immer natürlich gerne mal deine Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, deine These. Bist du in Tesla investiert? Ja oder nein? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Ich persönlich bin ein großer Tesla-Fan, warte eigentlich nur noch darauf, dass ich wieder einen neuen Einstieg dann bekomme, um dann einzusteigen. Aber derzeit, weil so viele Retail-Investoren jetzt gerade in diesem Unternehmen drin sind, muss ich ganz klar sagen, halte ich erstmal mich zurück und schaue mir an, wie es weiterläuft.